So, herzlich willkommen zurück zu meinem Blood Let's Play. Ja, eigentlich wäre ja jetzt Doom dran gewesen, aber ich habe das auf morgen verschoben, weil ich was Besonderes vorhab mit dem morgigen Doom-Part. So, jetzt müssen wir uns erstmal, ja, durch die Tür quälen, glaube ich. Was hatte ich jetzt noch? Ich hatte die Unsichtbarkeit mitgenommen, ne? Ja, die Unverwundbarkeit könnte man da natürlich auch gut gebrauchen, soweit ich mich erinnere. Aber, die brauche ich jetzt dafür die Typen, die da runter, die da unten im Wasser sind. Ja, und das ist ja auch so ein Witz, ne? Ich weiß jetzt auch, warum die da unten sind. Ich hatte da ja die Napalm drauf geschossen und dann, ja, die Typen, die da jetzt in Brand gesteckt waren, die haben sich gedacht, die springen einfach mal im Wasser, ne? Die Flammen sind ja heiß und so, ne? Wollten nicht sterben, die Kandidaten. Ja, und jetzt sind die halt in dem Wasser da drin und ja. Scheiße. War wohl keine so gute Idee. Naja, gut. Ja, wir müssen da mal rein. Ach, das ist ein ganz anderes. Ich dachte, das habe ich jetzt gerade verwechselt mit was anderem, muss ich ehrlich gesagt sagen. Na gut. Okay. Oh Gott. Lass mal gut sein. Ja, hier sind wieder neue Spielstände. Oh, da kommt jemand. Sehr schön. Aber ich fand meinen eigenen Ball toll, ne? Den ich beim Flaschenwerfen benutzt habe. Der war doch top. Also da könnt ihr nichts gegen sagen. Der war einfach top, ne? Und damit habe ich gewonnen. Ne? Also, das ist ein besserer Ball gewesen. Jetzt komm halt endlich mal her hier und lass dich töten. Ich muss nach oben zielen. Damit der Körper auch was davon hat, ne? So. War es das? Wir speichern das auf den obersten. So. Gut, hier ist jetzt erstmal keiner. Da könnte eine Einzelschuss reichen. Er kommt aber nicht her, ne? Das ist ungünstig. Jetzt ist er tot, ne? Also mausetot eben halt, ne? Tada. Tada. Wir sind alleine. So. Gut. Was bist du eigentlich für ein Ding? Ich weiß gar nicht mehr, wofür das gut ist. Also, das kann ich mal nicht mitnehmen. Warum nicht? Das kann man doch normalerweise mitnehmen, oder nicht? Egal. Bis? Ja? Was? Ach komm, will ich doch mal da rein, ey. Sterb halt. Der war nicht so toll. Den habe ich irgendwie nicht gesehen. Na danke. Ach, noch so einer. Was ist denn da schon wieder los, hä? Ich glaube, dass da einer hinten, dass da welche. Oh! Ein wenig. Nein, den Stand will ich jetzt nicht haben. Wir werden mal den da töten. Der wird sicherlich nochmal kommen. Diesmal nicht? Oder soll mir recht sein? Ich glaube, da sind welche hinter. Wir gehen mal lieber. Bam! So. Was war denn das?
Ach, der hat bestimmt Dynamit geworfen. Auch gut. Ja, so lösen sich die Probleme, ne? Zack, speichern. So. Da sind aber bestimmt noch mehr hinter. Könnte ich mir jedenfalls denken. Oh, die ist voll. Weil die ist auch scheiße, die Waffe. Ich weiß nicht, was ich mit der soll. Rutzis? Nö. Das ist, glaube ich, nicht den. Ich habe wohl doch. Doch, er hat es begriffen. Okay. Ich glaube, da sind aber noch Gegner, die ist drin. Hä? Wer hat mich denn jetzt hier gesehen? Ich bin verwirrt. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Guck mal, wie hier die Luft ist hier oben. So, speichern nochmal. So. Oh. Oh. Was haben wir denn da hinten? Erwische ich wahrscheinlich mit dem Ding wieder nicht, ne? Kannst du natürlich ausgehen. Naja, wegen dem scheiß Auto eben nicht. Das ist natürlich wieder sehr geistreich. Ja, gut. War eigentlich ein Secret? Ne, hier noch nicht, ne? Was? Gerade nicht. Irgendwo. Was? Oh. Wie du. Stirb bitte. Wir wollen doch alle nur dein Bestes, dein Tod. So. Gut. Dann ist hier erstmal frei. Was haben wir da drin? Nix. Nix ist immer gut. So. Gut, dann wollen wir nochmal hier hoch. Da. Ich bin immer noch der Meinung, dass hier irgendwo ein Secret war, aber ich glaube, das ist der falsche Raum. Ne, hier war wohl doch nichts. In irgendeinem Kistenlager war ein Secret. Ich weiß das noch nicht mehr genau welches, aber hier anscheinend nicht. Ne, dann ist das woanders, okay. Zack. So. So. Ja, hier können wir unsere Kraft testen. Da werden noch Gegner rauskommen, wenn wir da hinten hingehen. Das müssen wir berücksichtigen. Scheiße, dass ich noch nicht das andere Dynamit habe. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, ne? Na gut. Aber da ist auch so ein Reflective Shots Ding drin. Ja, Moment. Natürlich auch für die Typen unter Wasser benutzen, ne? Wäre wahrscheinlich sinnvoller, als die Unverwundbarkeit dafür zu verschwenden. Das ist eigentlich ein Argument. Aber ich will jetzt mal meine Kraft testen. So, was kann meine Miss Forke? Ja, meine Miss Forke, ne? Die schlägt zu. Aber jetzt funktioniert das Gerät nicht mehr. Was? Was? Locked. Naja, die ist locked, aber ich habe doch da eben irgendwas gehört. Verwirrung macht sich breit. Gut, das ist natürlich die Frage. Ich meine, wir können... Obwohl, das liegt ja eh so schön bei dem Wasser, ne? Nehmen wir doch das Ding vielleicht. Aber die Unverwundbarkeit, wofür nutze ich die denn noch? Ich weiß ja gar nicht mehr, wofür ich die noch einsetzen soll. Ich habe ja gar nicht mehr so viele Einsatzorte dafür. Na gut. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich hier noch ein Secret noch mehr suchen finden muss. Na gut. Ich glaube, dass hier gleich Gegner kommen. Die kommen da hinten. Locked. Genau, da kam ich auch nicht rein. So. Was für Schlüssel habe ich überhaupt? Den Schwertschlüssel habe ich. Jetzt sieht ja auch mal das volle Interface, ne? Ja. Ich
Mann, war das doof gelaufen. Das ist einfach gar nicht. So, ich speichere das mal hier. Dass das so macht, dass sie nicht über den Uber laufen können. So, hey, der hinter der Tür gewartet, der Penner. So. So, ah, hier war das Secret, genau. So war das. Und da ist der Augenschlüssel, so. Aber ich glaube, jetzt kommt da hinten der Ansturm raus, oder kommt das erst, wenn ich das trifft? Jo, oh ja. Cool. Ach, scheiße. Der, oh fuck, der hat's mir jetzt aber echt gegeben. Uah. Kacke, ey. Und die natürlich wieder, ne? Dafür ist Maschinengewehr gut geeignet. Oh, noch eine. Ah. Maschinengewehr. So, nochmal einen Einsatzzweck für das Maschinengewehr gefunden. Cool, ne? Oh Gott, jetzt nehme ich die auch noch mit. Egal. Das ist halt scheiße, die Waffe, die. Das, da brauchen wir uns nicht trauern drum. So, sind hier zufällig noch mehr Herzen? Gib mir Herzen. Munition, die brauchen wir nicht. Ich will Herzen. Ganz viele Herzen. Herz allerliebst und so. So. Ja. Ah, hier sind noch zwei Herzen. So, perfekt. Immer schön die Herzen hergeben. So. Dann haben wir das ausgebügelt, was der mir hier angetan hat. So, da ist keiner hinter. Ich glaube, da ist noch wieder einer, ne? Ah, ich glaube, ja. So, und da haben wir wieder Ratten. Perfekt für meine... Na? Hey, dafür ist die Waffe echt geeignet. Dafür eignet sie sich gut. Jetzt haben wir einen Einsatzzweck für sie. Genau, hier war nämlich noch ein Secret. Und da ist auch was Schönes drin. Und ein Life Seed. Ja, die könnte man eigentlich schon wegsprengen, ne? Aber dafür ein Ding zu verschwenden. Ich mach das so. I hate mimes. Tja, darum haben wir sie jetzt ja auch platt gemacht, die Mimes. So. Gut. Gut. Das Level hat so viele Secrets, das ist einfach unglaublich. 12 Stück, ey. So. Ich glaube, jetzt mache ich erstmal die vierte unten platt, oder gehen wir jetzt erstmal da durch. Oder ich nehme dafür die Unverwundbarkeit, weil da geht es mir auch ganz gut ab. Das ist die Frage. Also da ist eigentlich gar nicht so schlimm, glaube ich, oder? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier rein und mache mir die Typen da platt. Da kann man vielleicht doch dieses Ding nehmen. Das muss jetzt einigermaßen schnell gehen. Ganz genau, vier drin hier. Ach, fuck. Der Typ braucht irgendwann Luft, ne? Das könnte natürlich ein Argument sein, ja. Ja, blöden Fische sind auch kaputt. Oh, das sind ja. Da ist eine Doppelwaffe drin. Das sollte man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Oh, wäre aber ordentlich genutzt, die Waffe hier, ne? Das ist natürlich gut zu wissen. Der Fisch ist aus dem Wasser geschwommen. Das bekam ihn anscheinend nicht so gut. So, ist jetzt hier alles ausge.
Fände es natürlich auch ganz gut, wenn man dann besser sehen könnte, wie viel Luft mein Kerl noch hat. Aber das sieht man relativ schlecht. Hier ist aber noch Munition von euch und die will ich haben. Einfach immer häufige Luft holen, dann passt das schon. Okay. So. Haben wir, ja, sieht ja gut aus. So, jetzt haben wir noch Unverwundbarkeit. Wir haben so ein Ding noch. Müssen wir mal überlegen. Das ist mal lecker Cappuccino. So, die Dinger. Ja, zwei von diesen Teilen zusammen können natürlich sehr effizient sein, ne? Schon mal überlegen, ich habe auch keine Rüstung mehr, das ist natürlich auch ein bisschen scheiße. Mal kurz überlegen, was müssen wir jetzt überhaupt noch machen? Wir müssen jetzt da durch und wir haben noch die die Unverwundbarkeit haben wir jetzt ja völlig frei zur Verfügung, ne? Wir haben alles frei zur Verfügung und das Ding frei zur Verfügung und die Unverwundbarkeit auch. Gut, dann muss ich mal gucken, ob ich das schnell renn. Ja, das können wir alles dafür benutzen. Ja, aber macht das Sinn, das alles dafür zu benutzen? Oder sollte ich das vielleicht doch für die... Ich weiß ja nicht, was in diesem einen Raum war mit dem Augenschlüssel. Das ist jetzt die Entscheidungsfrage. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier rausging. Da hinten, ne? Ja. Aber bis ich da bin, habe ich wahrscheinlich eh alles verloren. Vermutlich. Und ich habe auch schon einen Fehler gemacht. Nein, sonst den laden. Ich habe nämlich... Oh, ich kann auch hier durch. Ah, Moment. Da muss ich einfach nur da durch. Nee, so komme ich da nicht durch. Moment, wo geht's denn da zurück? Ich muss da hinten raus. Gut. Muss das also so rum einsammeln. Bäh, was ist denn das für ein Gammel? Moment. Ach scheiße, ich muss da wahrscheinlich außen rum. Verdammt. Wo muss ich denn hin? Sag ich mir so, ne? Ja, so ist das korrekt. Jetzt haben wir es begriffen. So, und jetzt müssen wir... Jetzt gibst du mir das Ding noch schnell. Nein. Ach, komm schon, lass mich da durch. So. Ich sag dir das, bis ich da bin. Ah. Ich habe mich auch schon wieder verlaufen. Ja, gut. Ach, das ist so zum Kotzen. Wo war denn das Scheißding da? Im Storage-Raum. Meine Güte. Kann ich da eigentlich schon rein? Ja, ne? Was ist denn hier drin? Gut, ein neuer Gegner. Aber sonst ist nichts Besonderes drin. Okay. Ja, da ist ein schönes Karussell und ein neuer Gegner drin. Ja, den kennt ihr noch nicht. Habt ihr euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Gegner bekommen? So. Lass mich da durch. Ja, es ist... Jetzt bitte durch hier. So, und zack, 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 zack. Ich geh jetzt erstmal hier durch. Ich kann auch wunderbar mit davor geplatzt machen. Aber es dauert ewig. Was ich mit der Forke. Es geht mir nämlich persönlich zu unbequem. Ja, scheiße. Ihr sehen könnt, die stecken auch schon ein bisschen mehr weg. So. Ich sollte nicht so viel daneben schießen. So, die sind auf jeden Fall tot. Ach, so schlimm sind die eigentlich gar nicht, ne? Aber auf
extra Crispy stecken doch ein bisschen was weg. Aber schönes Karussell. Natürlich besonders schön für die Kinder, dass es natürlich so ein passieren könnte, wenn sie sich auf ein so ein Ding setzen, dass das dann plötzlich lebt. Ne? Das ist natürlich wieder sehr kinderfreundlich. So. Gut, da sind aber schon der Gegner, die ist ohne Ende. Damit. Das war eindeutig nicht effizient genug. Ah, wir können aber auch hier schon durchschmeißen. Hey, das wusste ich nicht. Umso besser. Ja, ist irgendwie kaum besser gelaufen, ne? Ich speichere das mal extra. Und dann nehme ich den hier. Und wir probieren das nochmal ein bisschen besser hinzukriegen. So, nur aber. Wow, war das geil. Ja, das war doch geil. Ja, wir haben es ja, ne? Wir haben ja 23 Stück davon noch. So, gut. Dann haben wir das auch. Und sind hier wieder draußen, okay. Das war also nur so ein Zwischenraum. Ja, von mir aus. Okay. So. Dann haben wir das auch. Bist du noch? Ach, das ist der Ausgang. Hm, okay. Gut. Dann hier waren doch noch einige Shotguns, wenn ich mich recht entsinne, oder? War das nicht so? Hm. Hier ist auf jeden Fall nochmal Bullets ohne Ende. Ja, da ist auch noch Shotgun-Munition. Shotgun-Munition. Ist hier oben vielleicht noch was? Nö. Nein, sieht eher schlecht aus, sagst du. Aber da ist noch eine Shotgun und noch mehr Munition. Ne, wir müssen uns nur umsehen. Da ist überall Munition für uns da. Und auch Herzen noch und all so Gedönse. Da waren wir schon, genau. Hier ist noch eine Shotgun. Oh, halt die Fresse, du. Echt. Ist, liegen da nicht Bullets? Nee, aber Shells. Cool, ist sie wieder voll. So. Oh, Enten, yeah. Ihr lebt sehr gefährlich, wisst ihr das, ne? Ist das euch bewusst, ne? Ich treffe nicht. Ja, siehst du, das könnte man doch auch als Spiel einrichten, ne? Die Enten mit der Forke zu treffen. Naja, das ist auch mal was. So. Wollte ich jetzt überhaupt hin? Ich wollte weitermachen, ne? Nehme ich mal ganz stark an. Und weitermachen war jetzt exakt genau wo hier drin. So, da war auch noch eine Shotgun und jede Menge Gedöns. Und da kriegen wir auch noch einen Raketenwerfer. Also den Napalmwerfer, hast du gesagt. Ich finde es auch toll, wie effizient ich die Unverwundbarkeit eingesammelt habe. Das habe ich alles ganz toll und effizient gemacht. Das ist von Effizienz nicht mehr zu überbieten, wie toll ich das gemacht habe. Also die Unverwundbarkeit, das müsst ihr wirklich sagen, die habe ich total ausgenutzt. Also auf alle Fälle, das habe ich voll... Das war richtig supi. Oh. Komm mal her. Hier, da ist der Napalmwerfer. Der hätten wir ihn offiziell bekommen. Ach, der lebt ja noch. Stirb. Ein bisschen höher zielen. Ich habe den Eindruck, dass das was bringt, wenn man höher zielt. So. Hier sind ganz schön viele, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ich bin der Meinung, dass hier ziemlich viele waren. Er ist auch vor allem ziemlich offen. Hier hätte ich die Unverwundbarkeit gebrauchen können. Das Problem ist bloß, dass es hier bis hier niemals gereicht hätte. Oh, du hast ein Herz verloren, sehr schön. Sehr brav von dir. Dann hier ein bisschen vorsichtig vorgehen, dann geht das auch. Ganz wie bei einem Taktik-Shooter. Siehste, auch beim Raketen-Shooter kann man taktisch vorgehen. So. Ich weiß gerade nicht, wo die sitzen. Das ist das Problem, was ich jetzt gerade habe.
Das war einfach zu lange her. Ich glaube, da sind welche drin. Aua, ja. Kein Todesschrei, ich bin enttäuscht von dir. Der ist schon tot und da müssen wir was hinschmeißen. So, da müssen wir was hinschmeißen. Gut. Dann können wir hier rauf. Bringt uns nur nicht viel. Aber wir können es halt. So. Das zeig ich mal mit. Das war hier noch eigentlich. Achso, dann sind wir hier wieder durch. Naja, gut, das ist ja sinnfrei. Wäre halt eine zweite Möglichkeit gewesen, um an das Secret zu kommen. Ja. Schön. Spätestens da hätte man es dann auch gefunden. Das. Nein, sollst nicht den Stand laden. Sollst den da laden. Ja, genau, der war das. So. Genau, da müssen wir. Ach, fuck. Man sollte natürlich in Betracht ziehen, dass da noch Gegner sind von auf der anderen Seite. Sollte man nicht ausschließen. Die Box will ich jetzt eigentlich nicht haben. Nein. Verdammt, ja, ist doch verdient, dass dein Kopf abfliegt. Mich hier treffen, hier. Einmal gar nicht. So, sterben, das ist hier angesagt. So. Ja, dafür brauche ich keine Box, das ist ja Unsinn. So. Der Gegner war auch schon tot, naja. Also, der Kultist-Gegner quasi so. Oh, ein Zombie. Was ist denn mit dem Zombie los, hä? Zack, zack. Und weg ist es. So, das müsste genau 8 sein, also perfekt. Okay. So, was mache ich jetzt mit den Experten? Kann ich das nicht auch damit regeln? Cool. Das kann ich darauf gehen. Sehr schön. Das hat ja souverän funktioniert. Da ist aber noch einer drin, 100 pro. Der echt noch einer getroffen hat. Ich fass das einfach nicht. So. Ist wieder fast voll. Sehr schön. Ja, da brauchte ich dann kein Dynamit verschwenden. Das war dann so auch ganz gut regelbar. Okay. So. Ne, das bleibt da liegen, solange ich es nicht brauche. War eigentlich noch irgendwo Secrets, ich bin der Meinung. War das sinnvoll? Jetzt schon. Ja, es waren 8 Schuss, ja. Ist sinnvoll. Gut, boah, ist nur so viel Shotgun-Munition, das ist ja super. Fehlt mir noch irgendwas von dem Level, außer den Mondschlüssel? Ich glaube nicht, ne? Bin da jetzt gerade wirklich sehr unsicher. War hier nicht auch noch was hinter? Moment. Ein netter Art. Da war noch was hinter. Kann ich die? Ah, die kann ich wieder ausmachen. Sehr schön. Da ist nämlich noch eine Drum of Bullets hinter. Siehst du, ich wusste doch. Drum of Bullets, so. Ich wusste doch, dass ich irgendwas noch vergessen habe. So. Hätte man natürlich wahrscheinlich auch mit einem Zombie rüberspringen können, ne? War natürlich ein bisschen Verschwendung mit den Boots, aber was soll's. So. Jetzt müssen wir. Nee, nicht hier. Wir müssen. Boah, mit der schon 10 Schuss drin sind, das ist ja herzallerliebst. Das ist schön. Für ernstere Fälle, ne? Sind wir noch gut vorbereitet. Ist hier noch irgendwo. Ach ne, die ist ja voll. Dann brauche ich das nicht zu suchen. So, geh auf. Moon Key. Wir wollen den Moon Key einsetzen. Der war. Aber, der war. Nein, der war nicht hier. Nein, bla blub, komm schon. Wo ist der Anfang? Der war hier. So. Da könnte man die natürlich gut benutzen, aber ich will nicht. Die ist mir einfach zu wertvoll, die Waffe. Pol vielleicht einmal oder so.
Ausnahmsweise. Es bot sich gerade so schön an. Ja, überspeichern wir jetzt so. Gut, da drin sind noch Fische. Die will ich natürlich auch ganz gern platt machen. Aber das mache ich wieder mit dem Ding, glaube ich. Oder geht das mit dem besser? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, für den denke ich mehr Munition rum. Also nehmen wir die. Oh, ist auch noch Dynamit. Siehst du das? Wasser sollte man nicht außer Acht lassen. Aber hier gibt es einen Secret Exit und das müssen wir natürlich auch holen. Aber erstmal hier aufräumen. Gut. Okay. Ja, wir müssen das da hinten mal eben aussprengen schon mal. Und da müssen wir nicht nachher hin. So. Aber jetzt muss ich erstmal. Ich glaube, hier sind auch große Fische. Große, sehr bissige Fische. Nichts, aber nicht so sicher. Ah. Oh, oh. Ja. Ja, Caleb. Ich weiß, du hast schon wieder keine Luft mehr. Das ist echt das Problem an dir. So. Oh, oh. Dem geht's schon wieder scheiße hier. Erstaunlicherweise. Das hört sich auch richtig bitter an, wenn er ertrinkt, ey. Wow. So. Lebst noch, Freundchen. Oh, ach du Scheiße. Ah. Wo ist der Scheiß? Unter Ausgang. Ah. Mann. Wie viel Hälfte ich im Wasser verloren habe, weil ich ja saufe. Krass, ne? So. Ach, verdammt, Leute. Das Treffen ist echt so eine Sache. Wo bist du jetzt? Komm her. Stirb einfach. Kann ich nicht auch irgendwie lebendig kriegen? War noch nicht irgendwie was? Hm. Das kann nämlich passieren, dass sie lebendig werden. Jetzt auf jeden Fall mal ins Wasser schmeißen. Da gehören sie hin. Da seid ihr wirklich sehr gut aufgehoben. Das ist immer richtig. So. Mein Gott, habe ich viel Hell verloren an dem letzten Partstück hier. Egal, das überspeichern wir trotzdem. Wie sie jetzt am Wasser hängen. Oh. Oh, die Box ist aber hilfreich. Die scheint ja richtig gut Munition in das Ding reinzuschaufeln. Es war jetzt ein bisschen blöd, dass ich da auch vorhin so viel Schaden genommen habe an dem Ertrinken, weil ich diese scheiß Weg nicht mehr gefunden habe. So. Gut, aber Munition müsste hier noch eine ganze Ecke rumliegen. Ja, hier schwimmt noch Shotgun-Munition auf dem Wasser. Ja, hier liegt eigentlich ganz viel Munition rum. Also da sollten wir eigentlich keine Engpässe haben. Wir müssen uns nur mal ein bisschen umgucken. Ein bisschen schade ist natürlich, dass wir jetzt so viel Health verloren haben. Hier war doch so viel Shotgun-Munition, jetzt finde ich sie bloß wieder nicht. Nee, da war nichts mehr, soweit ich weiß. War hier noch was? Ich weiß aber, glaube ich, dass da hinten noch in dem drin was drin war, oder? Ja, genau. So. Eigentlich ist hier doch so viel Munition gewesen. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Ich speichere erstmal. So. Munition, anywhere, ist hier irgendwas. Da, 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 da. Na komm, gib noch ein bisschen Munition. Mein Part wird auch länger als es eigentlich sollte, deswegen gib mir doch noch ein bisschen Munition, dass ich den Part
beenden kann. Hm. Er ist unfreundlich zu mir und gibt mir keine. Hier muss noch Munition liegen, das kannst du mir nicht erzählen. Liegt bestimmt irgendwo welche rum. Ich finde sie bloß nicht. Hier ist sicherlich irgendwo noch Munition. Hier muss Munition sein. Nehme ich denn nicht ab, dass sie keine essen, also. Ja, hier, da liegt sie doch rum. So. Gut, dann ist das alles wieder voll. Ich habe nur leider kein Dings mehr. Das ist betrübsam, aber was soll's. Also ich habe nur 135 statt 200, das ist scheiße. Na gut, wir gehen dann mal ins Secret Exit und ich hoffe mal, dass ich jetzt auch... alles Zeug habe, Secret-mäßig. Oh, sind ja schon wieder Viecher. Ich habe gedacht, ich brauche keine Munition mehr holen. Ah. Nein, nicht schon wieder. Naja, nur zwei Health verloren, aber trotzdem. Da war noch Munition, doch. Oh Gott, ich bin schon bestimmt schon voll nervig damit. Ja, das nützt nichts. Ich brauche die Munition. Das war ja sonst immer so knapp und jetzt bin ich, jetzt hause ich damit natürlich. So. Die war nochmal gleich wo? Hier. Hier war irgendwo noch eine Munition. Auf der anderen Seite irgendwo. Hier zum Beispiel. Und hier war nichts mehr, ne? Nee. Aber es war noch... Moment. Was ist hier noch was war? Ist da drin eigentlich noch was? Aber ich weiß, dass da noch ein Ort, wo was war. Nee, hier ist nichts mehr. Aber es gibt da noch einen anderen Ort und ich weiß nur gerade wieder nicht, wo der schon wieder war. Es ist doch zum Heulen. Was denn das jetzt? Hier. Das habe ich gesucht. So. Gut, jetzt fehlen mir noch zwei Schuss, ne? Ist hier vielleicht noch was drin? Ja, tatsächlich eine ganze Box sogar. Ist ja geil. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ich hoffe, das waren jetzt endlich mal alle Gegner. So, man sieht es ja auch leider nicht, weil das kein Sourceboard ist und ja. Natürlich ein bisschen sehr scheiße. Würde es natürlich gerne sehen, ob ich jetzt alles habe. So, Gut, auf ein erneutes Hoffen, dass es jetzt alles war. Na, toll. Und diese Scheißspringerei nochmal packen. Oh, das habe ich doch eben so schön gemacht. Na, komm. Ach Mensch. So. Ey, ist doch nicht wahr. Jetzt krieg ich das nicht mehr hin, oder was? So. Ja. Ist doch nicht möglich hier. Das ist doch eben so schön stylisch geschafft. Na komm. Och. Ah. Komm. Schauen wir noch mal, oder? Na also. Ich doch gemeint haben. Sein hier. Was ist denn noch so ein Scheiß? Oh nee. Na gut, soll mir jetzt egal sein wegen einem Schuss. Ich glaub's ja nicht. Ah. Guckt euch an, was hier noch ist. Kein Grund zur Sorge. Ja gut, ein Schuss ist egal. Das ist nun wirklich egal. So. Ich glaube, da weiß ich die Kombination sogar noch. Ich glaube, das war Schwert, Auge und Mond. Muss das aber kurz nochmal speichern. Ah, tatsächlich. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Jawohl.
Das ist supi, das ist geil. Dann sehen wir uns das nächste Mal mit dem Secret Devil wieder. Ich glaube, das war House of Horrors, wie das hieß. Bis dann, bye bye.